wenn du es mal vollumfänglich betrachtest und auch für dich annimmst, dann hast du in deinem Leben nichts zu verlieren. Weil das Leben, was du besitzt, da kannst du jetzt von ausgehen, dass du es verlieren kannst, aber Besonderheit ist, du bekommst es gar nicht mit. Wenn du jetzt nicht mehr auf der Welt bist, bekommst du es nicht mit, ob du etwas verlieren wirst, weil dein Leben ist nicht mehr existent. Da passiert nichts mehr. Und genauso ist es mit allen anderen Sachen auch. Wenn du nicht bereit bist, das zu machen, dann hast du eigentlich schon verloren, weil du dir nicht das zutraust. Aber wenn du etwas mitmachst, wenn du für dich herausfindest, was muss ich denn machen und nicht darüber nachdenkst, einfach diesen Weg, diese Veränderung annimmst, akzeptierst, dann wirst du einfach mal herausfinden für dich, ja, jetzt hat es Klick gemacht. Jetzt bist du übergegangen zu dem, dass du in die Tat, in die Handlung kommst und dann wird das Ganze bei dir sich irgendwann mal verändern und zur Normalität entwickeln. Und so ist es grundsätzlich mit allen Dingen, die man irgendwann mal für sich beansprucht und sich sagt, ich blende alles aus, was passieren kann, was andere Menschen zu mir sagen, irgendwelche Einwände, Ängste, alles. Sagst du dir, ja, die sind zwar gegeben, die könnten auch auftauchen von irgendwelchen anderen Mündern, aber im Grunde blendest du sie aus, lässt sie liegen, machst da nichts draus und so kommst du immer höher. Eine Stufe nach der anderen erklimmst du, bis du ganz oben bist. Und das musst du dir vor Augen führen. Und wenn dir das gefallen hat, was ich dir hier mit in diesem Video mitgegeben habe, dann teile es mit anderen Menschen, die das hören und wissen müssen und zeig ihnen auch ab jetzt mal meinen YouTube-Kanal. Die sind bis dann.